in einer gewissen Form auch verändern kann, auf jeden Fall mit beeinflussen kann, je nachdem, wer mit dem Regen dann besser zurechtkommt, mit dem tiefer werdenden Rasen, der scheint hier dann womöglich auch die besseren Chancen zu haben auf einen Erfolg. In dieser Region ist dieses Stadion hier das markanteste. Der Schiedsrichter hat das Spiel schon angepfiffen, wie man... Und Kopfball! Nur der Abschluss wackelt ein bisschen. Gute Hereingabe von draußen und der Trainer hebt erfreut den Daumen. So viel Leidenschaft drin in der Anfangsphase, die gehen hier voll drauf. Jetzt den präzisen Pass spielen. Der Ball kommt zurück zum Torhüter. Jetzt ist Übersicht gefragt. Kein zu hohes Risiko eingehen, erstmal Safety first. Ganz simpel, einfach nach vorne. Widmer. Gut freigelaufen. Jetzt muss ihn der Teamkollege nur noch sehen. Kommt der an? Ja, das war ein klares Foul. Vertikal gespielt. Da wird ein bisschen gedrängelt und geschubst. Und ab die wilde Fahrt. Jopp, da hat er ihn erwischt. Was ist denn mit ihm los? Er hat eben schon Glück gehabt. Also wenn er jetzt nicht aufpasst, dann fährt er mit der Straßenbahn nach Hause. Ja, der Schiedsrichter hat eine Menge Geduld und belässt es noch mal bei der Ermahnung. Aber irgendwann ist Feierabend. Erstmal löschen. Er zieht auf! Ganz misslungener Schuss. Erst macht er alles richtig, er erarbeitet sich diese Chance und dann vergibt er sie fahrlässig hoch 10. Chor. Ab nach vorn hier das markanteste. Der Schiedsrichter hat das Spiel schon angepfiffen, wie man... Und Kopfball! Nur der Abschluss wackelt ein bisschen. Gute Hereingabe von draußen und der Trainer hebt erfreut den Daumen. So viel Leidenschaft drin in der Anfangsphase, die gehen hier voll drauf. Jetzt den präzisen Pass spielen. Der Ball kommt zurück zum Torhüter. Jetzt ist Übersicht gefragt. Kein zu hohes Risiko eingehen, erstmal Safety first. Ganz simpel, einfach nach vorne. Widmer. Gut freigelaufen. Jetzt muss ihn der Teamkollege nur noch sehen. Kommt der an? Ja, das war ein klares Foul. Vertikal gespielt. Da wird ein bisschen gedrängelt und geschubst.
Und ab die wilde Fahrt. Job, da hat er ihn erwischt. Was ist denn mit ihm los? Er hat eben schon Glück gehabt. Also wenn er jetzt nicht aufpasst, dann fährt er mit der Straßenbahn nach Hause. Ja, der Schiedsrichter hat eine Menge Geduld und belässt es noch mal bei der Ermahnung. Aber irgendwann ist Feierabend. Erstmal löschen. Er zieht auf. Ganz misslungener Schuss. Erst macht er alles richtig, er erarbeitet sich diese Chance und dann vergibt er sie fahrlässig hochziehen. Gut freigelaufen. Jetzt muss ihn der Teamkollege nur noch kommt sehen. Kommt der an? Ja, das war ein klares Foul. Vertikal gespielt. Da wird ein bisschen gedrängelt und geschubst. Und ab die wilde Fahrt. Job, da hat er ihn erwischt. Was ist denn mit ihm los? Er hat eben schon Glück gehabt. Also wenn er jetzt nicht aufpasst, dann fährt er mit der Straßenbahn nach Hause. Ja, der Schiedsrichter hat eine Menge Geduld und belässt es noch mal bei der Ermahnung. Aber irgendwann ist Feierabend. Erstmal löschen. Er zieht auf. Ganz misslungener Schuss. Erst macht er alles richtig, er erarbeitet sich diese Chance und dann vergibt er sie fahrlässig hochziehen. Chor. Ab nach vorn und hoffen. Nicht mit Gewalt, lieber den Nebenmann mitnehmen. Er denkt sofort offensiv und sucht seine Mitspieler ganz vorne. Gegenpressing funktioniert sofort. Der Schiedsrichter pfeift zur Halbzeit.